Hallo meine Freunde und willkommen zurück zum zweiten Teil vom Umbau meines X99-Systems. Es hat sich schon was getan, die CPU, die ich euch letzte Woche noch hier in Händen halten konnte, ist jetzt mittlerweile im System drin. Ich bin übelst glücklich, könnt ihr euch vorstellen, übelst glücklich. Aber zu all dem und was noch dann kommen wird, erst nach dem Intro und für alle anderen, die so ein bisschen pornoaffin sind, nach dem Intro einen kleinen Umbauporn. Ich hoffe, der Porn hat euch gefallen. Ich persönlich muss sagen, es war ein Genuss, ihn zu schneiden. Ungeachtet dessen, dass er mir extrem gut gefällt, das ist das eine, war es echt ein absoluter Hochgenuss, ihn mit dem 6950X zu schneiden. Kurz vorneweg, eine Sache hat mich so im Laufe der Woche jetzt gestört, nachdem das erste Video rausgekommen ist mit der Bestandsaufnahme noch vom 5820K, kamen einige auf die Idee, mir zu sagen, was soll denn das, warum empfiehlst du in 2020 noch einen Wechsel von einem 5820K auf einen 6950X? Leute, wenn ihr mir zugehört habt, ich habe keine Empfehlung ausgesprochen. Das hier ist ein Projekt in Verbindung mit Intel. Ich wäre diesen Weg gar nicht gegangen, wenn Intel nicht zu mir gesagt hätte, hier hör zu, Buddy, wir können dir gerne einen 6950X stellen. Den kannst du nutzen, machen und tun, was du willst. Der bleibt bei dir. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann wäre ich nie auf die Idee gekommen, das so zu machen und wäre sehr wahrscheinlich auch weggewandert von meiner X99-Plattform und hätte mir was von AMD geholt, weil es zum jetzigen Zeitpunkt einfach preis-leistungstechnisch deutlich bessere Dinge gibt, selbst wenn es darum geht, ein Arbeitssystem zu haben, sprich eine Workstation. Und das nur so zur Erklärung und ich hoffe, ich habe dementsprechend allen Leuten mal den Wind aus den Segeln genommen, die sich wundern, warum ich eine 6950X anpreise. Wie gesagt, das ist einfach nur ein, was kann X99 noch in 2020 erreichen und kein, ich empfehle X99 in 2020. Das ist völlig der Quatsch. Kommen wir jetzt direkt mal zu den Benchmark-Tests, die mir schon so ein bisschen in den Fingern kribbeln, euch die zu erzählen. Fangen wir an mit dem ersten Titel Counter-Strike Global Offensive. Hatten wir auch beim letzten Mal mit angefangen. Der 5820K hatte dort im Schnitt 366 FPS und der 6950X
leistet hier 345 FPS. Also sind das 6% weniger im Schnitt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass der 6950X performance-technisch die Minimal-FPS deutlich angehoben hat, kam aber maximal oben nicht weiter. Dementsprechend hat sich das ein bisschen gestaucht, die FPS-Durchschnittszahl ist ein bisschen gesunken, war mir aber von vornherein irgendwie klar, zumal der Takt beim 6950X aktuell auf 4 GHz läuft. Also der ist nicht stock, der ist schon leicht übertaktet. Kommen wir zum zweiten Test. Das ist jetzt schon PlayerUnknown's Battleground. Ich habe Tomb Raider rausgeworfen, weil ich mir gesagt habe, ey, 144 Hertz gelockt ist scheiße. Wenn er eh schon 144 Hertz erreicht, wir werden zum Ende hin, werden wir irgendwas ganz Neues nehmen, wenn es darum geht, nach dem Overclocking, um wirklich zu sehen, wie weit und was kann man mit einem X99 und 6950X in Verbindung mit einer 1080 Ti in 2020 noch erreichen. Wie gesagt, PlayerUnknown's Battleground, sprich PUBG, hatten wir mit dem 5820K 154 FPS im Schnitt. Da waren die Drops auch ein bisschen runter, deutlich tiefer wie beim 6950X. Der hat da die Minimal-FPS auch wieder angehoben. Ich kam nicht unter 100 FPS und das war allein schon der Grund, warum ich dann eine höhere Durchschnittszahl bekommen habe, weil sie im Peak nach oben hin sehr identisch waren. Wie gesagt, 5820K 154 FPS, 6950X 174, macht einen Plus von ganzen 13%. Kommen wir nun noch zu Rainbow Six Siege. Da hatte ich eigentlich gedacht, dass es sich ähnlich verhält wie bei Counter-Strike, was aber nicht der Fall war. Wir haben einmal eine höhere Durchschnitts-FPS, und zwar sind wir beim 6950X auf 254 FPS im Schnitt gekommen, overall. Und hatten beim 5820K noch den Wert von 222 FPS. Hier ist aber so, dass die Minimal-FPS von dem 6950X deutlich tiefer war, wie es beim 5820K der Fall war. Da gehe ich wirklich davon aus, dass es was mit den Taktraten zu tun hatte, aber im Großen und Ganzen hatte ich beim 6950X auch nach oben hin viel mehr als beim 5820K. Also es hat sich schon sehr merkwürdig verhalten, weil eigentlich performance-technisch CSGO und Rainbow Six also auf einer Ebene liegen. Kommen wir jetzt aber zu meinem eigentlichen und wichtigeren Fazit, was mir persönlich wichtiger ist. Fangen wir mit Cinebench R15 an. Der 5820K mit seinen damals 4,3 GHz hatte eine Punktzahl von 1205. Das hat der 6950X natürlicherweise komplett in Grund und Boden geschoben, denn wir haben da 2096 Punkte, macht ein Plus von 71% und das auf gerade mal 4 GHz. Ich gehe davon aus, zum jetzigen Zeitpunkt bin ich schon bei 4,2 GHz. Wenn ihr das Video seht, läuft der 6950X noch auf 4 GHz. Ich bin, wie gesagt, jetzt mittlerweile schon auf 4,2. Wenn ihr das Video seht und ihr wollt die Werte nicht wissen. Zudem ist hier aber auch nochmal der krasse Vorteil, den ich wirklich gesehen habe, allein die Taktrate vom Arbeitsspeicher. Der 5820K unterstützte nur bis 2400, außer man hat nochmal den RAM ein bisschen übertaktet und dann nochmal an der Latenz gedreht und die Taktrate und sonst irgendwas und die Timings angepasst und da auch nochmal mit Spannung gespielt, dass er dann höher gegangen ist. Aber er kam dann nie ganz so zurecht. Und der 6950X kommt easy peasy mit 3200 MHz Arbeitsspeichern ohne Probleme zurecht. Und da, was bei mir halt jetzt drinsteckt, ist jetzt auf XMP bei 2800. Das ist von meiner Seite her die Grenze und da hebe ich auch dann die Hände und sage, ich habe keine Ahnung von RAM-Übertaktung, außer das, was ich eh schon mache. Die Grundeinstellung. Wie gesagt, da gibt es ja dann nochmal ein komplettes Overclocking-Video. Kommen wir zum zweiten Punkt, und zwar zu Firestrike. Bei Firestrike in der Gesamtpunktzahl hat sich nicht krass viel getan, da sind es 11% geworden. Mit dem 5820K und in Verbindung mit der 1080 Ti, die auf Stock läuft, hatten wir 19.775 Punkte. Mit dem neuen Prozessor, sprich mit dem 6950X, kommen wir auf 21.912. Macht ganze 11% komplett mehr.
Allerdings im physikalischen Bereich ist es so, dass wir mit dem 5820K 15.927 Punkte erreicht haben, wohingegen wir mit dem 6950X ganze 23.053 Punkte erreicht haben, die allein dann dementsprechend 44% ausmachen. Wie sich da das Ganze dann verhält, dass man nur 2000 mehr Punkte im Gesamtschnitt bekommt, ich habe keine Ahnung, wie Firestrike das berechnet. Egal, kommen wir zum dritten und für mich wirklich wichtigsten Grund. Grund dieses Wechselns und dessen, was ich gucken wollte. Und zwar Videoschnitt mit DaVinci Resolve. 4K-Footage, das Video, was ich das letzte Mal schon gerendert habe zu den T100 Lautsprechern, war mit dem 5820K bei einer finalen Zeit von 24 Minuten 54 Sekunden. Also können wir sagen 25 Minuten. Der 6950X hat das Ganze mal in 63% weniger Zeit hingeblättert, und zwar in 15:22. Was ich sagen muss, sehr, sehr krass ist. Sehr, sehr krass. Also das sind deutliche Unterschiede. Finde ich absolut heftig. Und das, was für mich noch mehr ausmacht an dem Ganzen, ist einfach die Tatsache, dass ich beim Videoschnitt selber, beim Arbeiten selber, im Workflow, in der Timeline, egal was, mir irgendwelche Übergänge, 3D-Berechnungen und sonst irgendwas, was ich alles mit DaVinci Resolve machen kann, irgendwelche Effekte, was weiß ich, alles Mögliche reindrücken kann in die Timeline, ohne dass ich jetzt irgendeine Dia-Show bekomme. Ich habe kein Ruckelbild, kein nichts, und es ist wirklich mega entspannt und es ist so toll. Und dementsprechend hat mir auch das natürlich super Spaß gemacht, den kleinen Mini-Porn nach dem Intro zu drehen. Das ist jetzt der Zwischenstand nach dem Einbau vom 6950X. Wie gesagt, die Werte von den beiden habe ich unten nochmal in der Videobeschreibung eingetragen, wenn ihr das nochmal sehen wolltet. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich würde mich über ein Abo freuen, dass ihr dann dementsprechend auch nicht die nächsten Videos zu dem Projekt verpasst. Macht auch einen Daumen hoch. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Vergesst die Glocke nicht, das ist ganz wichtig. Dann werdet ihr auch dementsprechend immer informiert, was oder wann das neue Video online gegangen ist. Und von meiner Seite ist jetzt mal Feierabend, weil wir haben aktuell Freitagabend 12:30. Dementsprechend tschö und bis zum nächsten Mal.